Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 24. Februar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 790. Es geht stramm auf die 800 zu und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. One Password, Two-Step Authentication oder Two-Factor Authentication, Huawei und Google, Oppo Find X2, Flight Simulator, Sony PK und Huawei PK. So, da ich die Aufnahme jetzt schon zweites Mal mache, kurzer Check, das läuft wunderbar. Dann würde ich doch sagen, gehen wir durch die ganzen Themen durch. Zuallererst One Password. Das ist ja einer der beliebtesten Passwortmanager, die man so haben kann im Internet, neben anderen logischerweise. Und die haben jetzt eine Neuigkeit rausgehauen. Wer von der Firma ein Business Account hat oder mit seiner eigenen Firma selber ein Business Account hat, der bekommt jetzt kostenlos obendrauf noch ein Familienpaket mit 5 Mitgliedern, wo man das Ganze auch privat nutzen kann. Das Coole, wie ich finde, ist, wenn man umzieht, also firmenmäßig umzieht, wenn man kündigt und eine andere Stelle antritt, kann man das Ganze rauslösen in einem privaten Account oder beim weiteren Arbeitgeber weiter nutzen, wenn der auch OnePassword unterstützt. Und somit ganz einfach weitermachen. Das Ganze soll untereinander getrennt bleiben. Somit sieht man natürlich von außen nicht, also der Arbeitgeber sieht nicht, was ihr da für private Accounts drin habt, was ja eigentlich logisch ist und auch zum Glück so ist. Genau, dann habe ich ein kleines Tutorial verfasst, weil Sicherheit ist alles. Zwei-Faktor-Authentification von Microsoft-Konto. Wie das Ganze funktioniert, wenn ihr das nicht aktiviert habt, egal ob bei Microsoft, bei Apple, bei Google, wo auch immer, tut das unbedingt, denn ja, Phishing und andere Geschichten sind ziemlich unschön und sollten verhindert werden können in der heutigen Zeit. Dann gab es eine kleine, wie hat Google Watch Blog geschrieben, es eskaliert. Ja, Google wahrscheinlich musste ein bisschen verstärkt Druck machen in Richtung Huawei und hat vermelden lassen, dass alle Geräte, die ab dem 16. Mai 2019 vorgestellt wurden, auf keinen Fall Google Services nutzen dürfen. Das haben sie sogar in Fett geschrieben und somit sind sie natürlich auch nicht sicher und werden nicht überprüft über Möglichkeiten, die da bestehen an Scam und so weiter. Somit, ziemlich unschön und ich hoffe, das Ganze wird sich ein bisschen legen, aber nachdem das Ganze sich verschärft hat und die Verlängerung nur noch halbiert verlängert wurde, Es schaut nicht so wirklich rosig aus für die lieben Leute bei Huawei. Doch dazu komme ich nachher gleich noch. Oppo wollte ja an der MWC, der eigentlich heute hätte starten sollen, ein neues Smartphone vorstellen, das Find X2. Dazu gibt es auch schon ein paar Specs und ein paar Daten im Web, die man nachlesen kann. Natürlich auch bei uns im Blog. Auf dem pogipsi.ca-Blog ist ein Artikel mit drin, in den Shownotes zu finden zum Anklicken oder auf daily.geektalk.ch. Und die wollten das, wie gesagt, vorstellen. Jetzt jetzt ist es raus, dass das Ganze nicht im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz während der MWC stattfinden wird, sondern erst anfangs März. 6. März ist aktuell im Gespräch und den werden wir uns auf jeden Fall schon mal festhalten, denn ich bin nicht nur am Telefon interessiert, sondern auch an der Smartwatch, welche wahrscheinlich auch an der Gelegenheit oder mit der Gelegenheit vorgestellt wird. Dann geht's weiter mit einem weiteren Klick in die Shownotes, denn es gibt ein tolles neues Video zum Microsoft Flight Simulator 2020, wo ihr unter anderem die Bodengeschichten, also Flughäfen und all das Zeug sehen könnt. Sehr, sehr eindrücklich, was da Microsoft zusammenklöppelt und wie sie das Ganze gestalten. Gefällt mir sehr gut. Und zu guter Letzt habe ich dann noch zwei Themen von eben genannten virtuellen Pressekonferenzen. Zum einen wird 4 Stunden, nachdem dieser Podcast herauspurzelt, also genau gesagt in 6 Stunden,
die Sony-Pressekonferenz stattfinden. Da werden wir wahrscheinlich der Nachfolger vom Sony Xperia 10 sehen, sowie der Nachfolger vom Sony Xperia 1. Das wird gemunkelt. Dazu gibt es auch schon Specs und Daten, die rausgefallen sind. Morgen nach 8.30 Uhr werden wir schlauer sein, ob das Ganze sich dann schlussendlich auch bewahrheitet. Wenig später, nämlich um 14 Uhr, zeigt dann Huawei seine Pressekonferenz mit Neuigkeiten rund um eben den nicht stattfindenden Mobile World Congress. Und auch was daraus kommt, das ist noch ungewisser. Da gab es schon das eine oder andere zum P-Modell oder aus dem P-Bereich. Das P40 wäre das Ganze. Da denke ich aber, da wird sich Huawei treu bleiben und das weiterhin im Märzen dann tun. Und hofft, dass sie da auch ein bisschen was in Richtung der Handelskriegsgeschichte erzählen werden, weil bis jetzt hat sich Huawei dazu ja sehr stark zurückgehalten an den Pressekonferenzen. Das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mit dabei. Ansonsten bleibt es mir noch, euch einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche zu wünschen. Und ja, wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, morgen. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.